So, aber jetzt haben wir auch genug Geld ausgegeben, wa? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Dann hatte Yoshi heute ganz viel Spaß. Ne? Ja, sein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Ja, das kann man ja auch nicht immer so direkt machen, ne? Bringst du den anderen Drescher denn gleich nachher noch weg? Ja, ich muss ja meinen Lanz auch noch wieder zurückholen. Ach so, ja, siehst du, da passt das ja. Dann Ja. Gut. fahren wir schon mal los. Ei, der Nei. Mal gucken, wo er denn ist. Stellen wir erstmal die Walze weg. Ich denke mal, der Horst stellt schnell die Walze weg und kommt hier raus. Ja. Wo ist er denn? Na, was kommt denn da Schickes an? Hä? Adi? Ey, Fadi, was ist denn jetzt los? Einmal an. Ey, Fadi, was ist denn jetzt los? Wo hast denn das schicke Teil denn her? Vom Händler. Auch ein Vorführer? Nein. Wie nein? Nein. Wo bist denn du vorhin mit dem Johnny hingefahren? Weg. Sag jetzt nicht, du hast den für den Fadi? Doch. Nein, oder? Doch. Sag mal. Ich hab mir gedacht, du bist die ganze Zeit nur am Machen und am Tun und am Nörgeln. Ja, am Nörgeln, das kann ich am besten. Und als kleine Belohnung habe ich mir gedacht, und so als Geburtstag. Buddy? Ja. Was zum Kräutergärtner? Was? Ist hier los? Opa? Ja. Was ist hier im Busch? Ja, ich würde sagen. Ja, eine neue Maschine. Opa und ich haben mal getauscht. Ach, deswegen. Nein, jetzt. Echt jetzt? Ja. Ja. Also der Klaas ist weg, dafür ist der da. Und der John Deere ist weg, dafür ist der da. Kannst du mich mal kneifen? Warte. Ich glaube, ich träume. Nein, nein. Wir stechen dir auch zur Not die Gabel in den Fuß. Dass du weißt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Was war vorhin in dem Schnitzel drin? Und dann kannst du dir jetzt noch legen, weil wir werden uns ja. Wir haben ja jetzt den. Also wir werden uns, denke ich mal, auch noch von dem alten IAC trennen. Weil sonst haben wir ja viel zu viel, die können wir ja eh nicht alle bewegen. Ja, stimmt schon, aber jetzt auf gleich. So, dann knotet mir mal die Zunge. Jetzt kannst du den hier gleich leer machen. Dann kannst du mit unserem weitermachen. Dann kann Opa den nämlich wieder wegbringen. Ja, Yoshi sprachlos. Seltenst. Das ist. Ja. So, lassen wir ihn mal machen. Ja, okay, dann mache ich den jetzt leer.
Dann genau. Gleich mit dem Gelben weiter. Aber Opa, du musst mir dann erst noch eine Einweisung geben. Das kannst du schon selber. Ich mach den nur aus, dass er nicht so viel Diesel braucht, aber der braucht ja nicht mehr so viel. Ja. Ist der Vorteil der modernen Maschinen, ne? Ja, jetzt ist aber auch mal dann gut, ne? Also, Hilfe! Da weiß man schon gar nicht, was man sagen soll. Jetzt kann ich nicht mal leer machen. Egal, ich lasse den unten einfach stehen. Soll er dann selber abtanken, wenn er da ausgeleert hat, den Hänger. Ja. Dann fahre ich jetzt gleich den Mähdrescher wieder weg. Den Motor lasse ich jetzt erstmal laufen. Ja, der Yoshi wird bestimmt heute Nacht im Schuppen schlafen, vor lauter Aufregung noch. Also ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Wir müssen unbedingt noch einen anderen Kipper haben. Aber gefühlt ist der lauter wie der rote. Ist auch von der Bedienung her ein bisschen anders da. Das ist zum Rohr ausfahren. Jawohl, das funktioniert. Wo bleibt er denn, der Horst? Gibt das ein Jahresprojekt? Paddy? Ja? Wenn du da bist, guck mal bitte nach dem Anhänger. Ja, was für einer denn? Was ist denn, ein Tandem oder irgendwas? Was Größeres oder? Ja, nicht so riesig, aber so die gleiche Größe ungefähr, nur dass wir den auch mal ein bisschen schneller leer kriegen. Der hier ist ja nicht zum Kippen. Ja. Kannst du ja mal gucken. Ja, so ein Dreiachser-Drehschemel oder sowas in der Richtung. Ja, kannst auch ein Tandem nehmen, ganz normalen Zweiachser. Na, du willst nur kein Drehschemel fahren. Ja, das ist mir egal, das weißt du. Ja, ich guck mal, was ja. Ich mit dem... Der Land steht ja noch da und ich werde schon was mitbringen. Ja, wenn du den dahinter kriegst. Ja, das passt schon. Haben die einfach den New Holland Drescher gekauft? Ich glaube, die haben nicht mal den Latten am Zaun. Und den Fendt auch noch gleich mit dazu. Was ist nur los? Ich glaub's nicht. Bin ich doch gar nicht gewohnt. Ach, genug verwöhnt den Bengel. Das kann er auch alleine machen. Nee. Wäre ich hier nie fertig. Also ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Ich bin happy. Aber wieso? Warum? Geil.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, mal gucken, was der Yoshi jetzt gleich sagt. Wenn ich noch mit dem neuen Anhänger komme. So, Feld ist fertig. Fadi hat den Anhänger gleich nachgestellt. Super. Er schläft heute Nacht, glaube ich, nicht. So. Feld ist fertig. Ruhe ausfahren. Ah, der hat sogar eine Spurführungsassistent. Das ist praktisch. Förderschnecke an und überladen. Ja. Jawohl. Jetzt hoffe ich bloß, dass der Drescher auch in die Scheune reinpasst. Wieder fahren. Ach, sogar mit Schneidwerkswagen. Da schon mal an. Ich hoffe, ich mache das jetzt gleich richtig. Gut. Ja, schaut gut aus. Noch ein Pin. Kuppeln und beten, dass es passt. So klappe ich ihn damit wohl und ist zu. Rückfahrkamera, sogar Rückfahrkamera. Yoshi. Also Fadi, ich bin immer noch sprachlos, ihr seid wahnsinnig. Streust du danach gleich eben weiter? Jo, kann ich machen. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich den überhaupt noch runter in die Scheune krieg. Ja, wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich habe schon einen Antrag gestellt und wir müssen sowieso noch irgendwo eine Schuppen dazu haben, wenn er nirgendwo reinpasst. Ja, dann müsste man nochmal gucken. Ne? Jo. Ansonsten da in die Durchfahrhalle, da in die Durchfahrt, ob der da reinpasst, muss man mal gucken. Ja, das habe ich ja gemeint, ja. Da den Schuppen. Ne, gut, alles klar. Im Schneidwerkwagen ist das auch viel schöner, so wie mit dem alten Drescher. Du machst das schon. Ich mach das schon. Alles klar. Ihr seid wahnsinnig. Aber das sieht gut aus, oder? Außen aus. Boah. Können knapp werden. Aber können reingehen. Ist knapp, aber geht rein. Die sind doch absolut wahnsinnig. So, ich glaube, die ist leer. Gucken, was der Yoshi und der Horst jetzt sagt, wenn ich mit dem Dreiachse-Anhänger komme. Ach, guck mal, da kommt der Horst gerade. Passt sicher.
Mensch, aber das Ding, das tuckert ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, das macht ja nichts. Lass den ruhig tuckern. Ich sage jetzt einfach mal gar nichts. Ich tue so, als hätte ich es nicht gesehen. Das Oma, ist alles ein schöner Traum. Ja. Bringst du den IHC noch weg? Ja, ja, ja. Weil ich würde dann anfangen, das Stroh zu pressen. Ja, alles ja. Ein schöner Traum, in dem der Mist genauso steht wie im realen Leben. Ist das so gut mit dem Dreiachse, ja? Ja, hundertprozentig. Ja, ja. Alles nur ein schöner Traum. Das passt schon. Der Yoshi sagt gar nichts. Den lass mal. Guck doch einfach da durchs Fenster, dann siehst du das Grinsen. Ja, da kriegen die Ohren schon mehr wie Besuch. Ja, der schläft heute Nacht nicht. Aber glaubst du? Nee, das. Den können wir morgen früh im Stehen wecken. Ja. Der steht dann noch total neben sich. Das ist nur ein schöner Traum. Ich hoffe, der endet nie. Das ist jetzt alles bloß machen, weil ich Geburtstag habe? Ich weiß nicht. So viel? Hm. Da wird's aber auch Zeit, dass der wegkommt. Der hat ja mehr Spiel in der Lenkung wie alles andere. Es wird aber auch mal Zeit, dass wir hier den Mist ausbringen. Das Ding ist quillt ja schon über, das ist ja abnormal. So, und wer holt mich jetzt ab? Keiner wieder. Naja, die 3 Meter kann ich auch zu Fuß laufen. Dann gehe ich mal am Teich entlang, gucke da mal. So. Fadi, was sagten die Anzeige? Was? Sagten die Füllstandsanzeige? 8000 Liter, also kannst du noch ein bisschen. So, Opa lässt wieder alles hier mitten im Weg stehen. Na komm. Na komm. Ach, der Horst versucht wieder den Lanz anzumachen. Ja, hat mal wieder keine Zeit. Oh, Opa, dann mach du. Ja. Nee, das geht gut, nicht. Weil... Ein bisschen geht hinklappen. Noch. Geht doch, läuft doch. Das ist so schön. Hätte sogar auch einen Spurhalteassistenten. Das hat Fadi bestimmt nicht gesehen.
Aber gut, für die letzte Bahn brauche ich den bestimmt nicht. Ja. Okay, hier Frontladeaufbau. So, ich glaube, der Mist ist weg, soweit. Dann werde ich mal den Ballensammler holen. Ja, nichts auf der Straße verteilt. Also, neben dem Platz, da steht er ja nicht schlecht. Kann er ausstinken. Ach, Junge, er ist glücklich. Frag mich echt, wie ich das wieder gut machen. Wie ich mich revanchieren kann, weil das. Wow. Oder ist bei ihnen selbst zu blöd. Dem alten Zeug herumzugurken. Aber ich glaube, die wollten mir eher eine Freude machen. Muss ich echt nur gucken, wie ich mich dafür revanchieren kann. So, meine Lieben. Und während wir hier jetzt so die ersten Ballen aufpressen, hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne ein Däumchen da. Und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.